Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Champions of Regnum Video. Jo, momentan ist das Karneval Event. Ich möchte das gerne mal in einem Video zeigen. Und ja, es kam ein neuer Patch raus am 16.02.2023. Und der hat wieder ein bisschen am Balancing gemacht. Und es wurde ein NVIDIA-Grafikbug gefixt. Ich hatte jetzt in den letzten 2 Wochen ein bisschen gelivestreamt davon und hatte. Ja, seit, glaube ich, Montag oder Dienstag noch schwerere Bugs. Ich hatte immer wieder schwarze Texturen, alles mögliche, zum Beispiel die Karte wurde nicht angezeigt und so, und das hat NVIDIA scheinbar gefixt. Jo. Und genau. Jetzt haben wir hier eine Quest. Ich muss sie nur finden. Was ist das, die Quest? Okay, das ist eine Kistenquest. Okay, ich habe die falsche Quest scheinbar angenommen. Okay, die Antioch-Quest wollte ich nicht. Bis ich da drauf kam, dass man hier noch runter scrollen muss. Gut, also wir müssen eventuell wieder Roy Momo erledigen miteinander und spielen. Ich hoffe, es geht nicht allzu lange. Hier haben wir auch noch eine Quest. Ja, das ist eine Rotuswahl. Die mache ich jetzt nicht. Ja, ich kann sie nicht machen. Gut. So. Ja, es gab jetzt in letzter Zeit kuriose Sachen. Also meistens ist irgendwie so ein bisschen die Reichweite verbuggt oder sonstige Sachen. Es gibt immer wieder so harte Lags und so Sachen. Und ja, jetzt bin ich gerade nicht mehr so in Stimmung, jetzt immer zu livestreamen. Ich habe es ja wirklich die 2 Wochen eigentlich gerne gemacht. Nur, das Spiel leidet einfach an einem schlechten Entwickler, der vor allem auch die Registrierung momentan nicht möglich macht. Es gibt immer so Intervalle, wo ihr dann wieder neu euch registrieren dürft und wieder mitspielen dürft. Und sind momentan halt echt ganz große Fans online. Also da hat man kaum eine Chance, jetzt ich mit Level 56. Ich mach's gerne, ich verliere auch gerne. Ja. Aber meistens brauche ich Teammates und die Teammates sind meistens nicht da. Oder so, also im Clan ist es auch nicht so viel los. Und jo, ich würde mich gerne freuen, wenn wieder neue Spiele kommen könnten, weil dann bekommen sie eventuell auch wieder mehr Kritik über und können wieder das bisschen besser fixen, als Sachen einzubauen, die scheinbar total verbuggt sind oder so und nicht gefixt werden, weil es einfach an Spieler-Ding mangelt, an Feedback. Jo, aber gut, eben ich habe seit 2 Wochen wieder eine mega Freude. Ich habe direkt auch eine Gilde bekommen, der Eistempel-Orden. Also bin wieder in einer Gilde reingekommen. Und jo, es ist halt meistens eher Leute, die Spanisch reden und deshalb ist ein Deutsch, einen deutschen Clan, sagen wir da lieber Clan dazu. Natürlich, ja, extrem toll, oder? Da habe ich richtig viel Glück gehabt. Es sind wirklich jo, sehr freundliche Leute da drin. Und jo, man sieht manchmal noch Sauerkraut, wo ich ja schon war. Und Dwarfs of Eberor 1-2. Und noch andere Gegenden, wo ich nicht sicher bin, ob sie jetzt deutsch sind oder so, aber vor allem deutsche Leute besitzen. Jo, und sonst sind eigentlich gute Schlachten. Alice ist natürlich immer noch ein bisschen unterlegen, aber sie schaffen manche Invasionen. Also jetzt heute Morgen war ich bei Ignis Invasion dabei und sonst auch Syrten Invasionen gehabt. Nur so Drachenwünsche nicht. Also da hat, glaube ich, Syrtis nur Drachenwünsche momentan. Also es wäre gut tun, wenn ihr mal nicht
zu den Grünen geht, wenn er neu anfängt, sondern sich wirklich da auch wieder ja, anzufangen, also beziehungsweise das erste Mal spielen, weil es macht unglaubliche Motivation. Es ist ja eine Art Fortnite, es sind drei Königreiche, die miteinander kämpfen. Und deshalb ist es für mich momentan eigentlich das motivierendste Spiel. Das Bedeutendste. Und deshalb spiele ich so viel. Ich habe jetzt wirklich sehr viel gelevelt. Ich war, glaube ich, Level 55, anfangs Level 55 und habe jetzt ein Level ungefähr geschafft. Ja, ein bisschen mehr. Und ja. Geht halt einfach ein bisschen lange, wenn man kein Geld ausgeben will. Sonst kauft ihr euch XP Boost oder so und levelt dann auch schneller. Ja. Aber ich mach's mal ohne und es geht gar nicht mal so lange. Ich kann ja eben nicht so viel spielen. Ich mache ja meistens Sport und bin dann auch abends manchmal zu müde. Tut mir leid, wenn es ein bisschen auffällt. Und da es mir momentan nicht so gut geht mit den Nerven. Ich habe eine Nervenkrankheit, MECFS, eines der schlimmsten Krankheiten. Da sind schon Syrten. Die tummeln die ganze Zeit hier herum. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Kann ich jetzt momentan auch keine Webcam schalten, die mache ich an, sobald es mir wieder besser geht. Ich habe aber momentan ein bisschen Gesichtslähmungen, also ja, von Schwächen und so Sachen. Und da zeige ich jetzt lieber nicht, weil es ja auch ein bisschen ablehnend, ja, aussieht. Also so ein bisschen, als würde ich irgendwelche, ja, eben Lähmungen haben. Aber gut, ich möchte eben mehr Videos machen auf YouTube wieder und da kann mir die Krankheit eigentlich sonst was machen, da wird er angegriffen. Ich bin gerade am Schauen, am Umweg machen, weil hier immer wieder Syrten lauern. Die wollen halt unbedingt ein bisschen XP farmen. Deshalb gucken wir mal, dass wir da den Umweg machen. So Umwege macht man meistens in die Richtung, wo die Leute auch kommen. Weil sie meistens auf der anderen Seite warten, also auf dieser linken Seite. Genau, also ist niemand hier, hoffentlich. Hier unten auch niemand. Dann haben wir das relativ gut geschafft. Ja, eben die Bewegungsgeschwindigkeit könnte besser sein und ja, die Reisedauer halt somit auch ein bisschen niedriger gelassen werden. So, ja, jetzt muss ich nochmal kurz lesen. Mit Faschingsbrot, das ist das hier. Jo, viele Leute haben neue Pets. Es gibt echt. Okay, die Leute geben viel aus. Ich habe ja meinen Heli und Tiger geschenkt bekommen. Doch, glaube ich, einen Weihnachtsbaum. Aber gut, wenn die so viel Geld ausgeben wollen. Das ist nämlich so selten, ne? Da haben sie sicher nicht. Genau, es gibt hier neue Sachen, alles viel zu teuer. Ich begleite Reittiere. Es gibt zwei neue Rekordtiere. Und das für 29 Euro, glaube ich. Ist absoluter Wahn. Wenn die Entwickler nicht viel verdienen, dann müssen sie mehr Werbung machen. Oder halt mal mit motivierender entwickeln oder so. Aber nicht so abzocken. Also bitte. Ja. Eben das Spiel ist halt viel zu gewinnbringend. Die Leute sind so motiviert und fröhlich. Ja, dann dürfen sie gerne, also können sie halt einfach ein bisschen abzocken. Karnevalsgottkleidung. Okay. So. Die Ruinen sind, glaube ich, hier im Norden. Ja. Sehr schön. Jo. Ja, momentan ist recht viel los in Ringen. Also es gibt, denke ich, alle Monate ein kleiner Patch. Es gibt eben viele Events und jo. Es motiviert halt riesig, einfach mit den Freunden und Feinden zu kämpfen. Ich bin ja eben nicht so viel am Zocken und wenn ich zocke, dann livestream ich oder
Ja, grind einfach. Oder mache jetzt einfach Videos wieder. Und ja. Ist natürlich nicht immer möglich, aber geht schon gut. Also ich hoffe, ich kann wieder viel mehr bringen. Ich kann euch wieder so Events auch zeigen und verschiedene Sachen. Möchte gerne auch mal ein bisschen Kritik und Feedback geben. Ist momentan halt ein bisschen manches negativer. Also zum Beispiel eben diese schwarze Texturenbug von der Grafikkarte Nvidia. Ich habe eine 3070 und die ist halt wegen relativ neue Grafikkarte natürlich ein bisschen buganfälliger. Aber sonst dem Spiel macht mehrheitlich eigentlich viel Spaß. Die Quests sind nicht so spaßig, aber man macht eigentlich kaum Quests, also nur die ersten Levels. Und so ab Level 30 kommen deutlich weniger Levels, Quests. Aber so das PvP-RFR-Zeugs, das ist, muss ich kurz schauen, wo man da reingehen kann. Irgendwie hier war es. Ja, das RFR, es gibt kaum Spiele mit RFR und wenn, dann sind sie tot oder sind noch nicht draußen. Ashes of Creation ist so ein Game, aber es ist viel zu teuer. Es spielen wenige Leute. Ja, und nur die Reichsten natürlich. Wenn man bis zu 400 € glaube ich, ausgeben muss, damit man spielen darf. Und sonst halt, ja, eben nichts. Dabei wäre das so beliebt wie zum Beispiel PUBG oder Fortnite in Battle Royale und so Sachen, aber ja. Viele Spiele sind jetzt auch nicht so begeistert, weil sie jetzt zum Beispiel Alysios halt immer wieder verlieren müssen, weil sie zu wenig stark sind. Aber man sieht es, vor allem die Grünen, die Syrten und manchmal auch die Igen sind sehr, sehr motiviert. Richtig schön manchmal zu sehen, dass man halt auch manchmal ja nicht gerade bei seinem Reich, aber bei anderen Reichen gute Beliebtheit hat. Eben für mich nicht so schlimm. Du auch meistens noch nicht alleine irgendwo hingehen und fühle mich dann ein bisschen im Stich gelassen, sondern gehe mit großen Alysios-Gruppen natürlich irgendwo hin. Und da kann ich immer sehr gut helfen, wenn ich Buffer bin. Ich habe diese 5 Buffs hier unten, 6 Buffs sogar. Und bin natürlich der, der am längsten aushält, weil ich ein Ritter bin. Und Ritter gibt es in Alysios leider nicht so viele. Da bin ich also richtig motiviert, momentan wirklich Schlachten zu machen. Jo, und ich werde jetzt auch wieder Livestreamen, wenn es mir besser geht, gell? Jetzt werde ich wahrscheinlich ein, zwei Videos noch machen. Und jo. Wenn natürlich nach jedem Update oder Event, also ja, wenn es reinkommt, direkt ein Video machen und hochladen, damit ihr seht, was passiert in Regnum. Jo. Gut, also es ist momentan ein bisschen schwer zu reden mit meiner Krankheit. Das ist wirklich eigentlich die unerforschteste, schlimmste Krankheit, die man haben kann. Aber es geht schon. Ich fühle mich vielleicht ein bisschen schwach oder ein bisschen gelähmt an. Ja, jetzt habe ich einfach mal wieder ein bisschen Kraft schöpfen können, gut schlafen können endlich mal. Ja, so Symptome sind zum Beispiel Schlafmangel und nicht erholsamer Schlaf. Und schaut am besten einfach mecfs.de an. Und dann seht ihr, wie schlimm die Krankheit ist. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann mal ein bisschen Unterstützung über, aber alle Ärzte sind so ein bisschen am Schweigen über diese Krankheit. So, ist gerade Roy Momo? Nein, ist der Mann da nicht da, aber er wird gleich da sein. Sehr gut. Schau mal, wo es mehr Eisen hat. Neue kreuz und quer. Zum Beispiel hier haben wir mehr Eisen.
gehe am besten zu den Kleinen hier. Bin nämlich auch klein. So, ja, die Lameis. Typisch für Regnum. Sehen aus wie die. Sind das für Wesen? Ratten oder so etwas aus Final Fantasy Tactics? Keine Ahnung, wie die heißen. Aber die sind groß. Die sind ein bisschen größer als Menschen. Ja, ein Panda-Bär gibt es relativ neu. Glaube ich, ein Jahr alt jetzt. Und ja, ich habe ja halt nicht so viele. Reittiere gibt es natürlich jetzt nicht so zum Zeigen. So, Ding. Ja, Flügel hätte ich gerne mal. Also andere Flügel als die. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man die aktiviert. Muss mal ausmachen. Ey. Weiß jetzt gerade nicht, wie ich die Flügel anmache. Ah, das sind ja die Flügel. So, jetzt. So, und dann kann ich die wieder ausziehen. Ich möchte momentan eher mit Rüstung rumlaufen. Sonst hätte ich hier noch die heilige Rüstung. Die halt auch nicht angezeigt wird jetzt. Aber ich mega fällt es irgendwie nicht. Irgendwann mal in einem Event gehabt. Danke, wieso kann ich jetzt nicht? Ah, jetzt. Ja. Liebe die Rüstung ansehen. Gut. Sonst schaue ich mal, dass ich schneiden kann. Wenn es noch lange dauert. Jetzt haben wir 17 Minuten. Wird wahrscheinlich noch gehen. Ich erzähle natürlich gerne zwischendurch irgendwas, dann kann ich mich schneiden. Also ich will es nicht drin haben. Also das Event gibt es, glaube ich, seit heute. Deshalb sind wir auch so viele hier. Immer am besten direkt machen das Event, sobald es reinkommt. Weil viele sind dann nicht mehr so motiviert, natürlich mitzumachen. Zum Beispiel den Söldner auch. Der Boss wurde nie erledigt. Ich konnte das gar nicht fertig machen. Ist wahrscheinlich jetzt schon aufgehoben worden. Ich habe einfach ein paar. Aber die Quest habe ich jetzt zum Beispiel nicht machen können. Ja, hier oben. Naja. Okay, er ist noch drin. Also scheinbar geht's schon noch, aber. Ja, die sind Ding. Und jeden Tag den Alastor Dungeon machen. Gibt's in einem Video vom Livestream aufzeichnen hier auf YouTube. Könnt ihr mal reinschauen. Wir haben da recht gut den Alastor besiegen können. Ich werde ihn später natürlich nochmals machen, wenn es die anderen Spiele wurden. Okay, Flaggen werden schon platziert, wieso? Die laufen doch bis der Boss kommt aus. Fehlt es irgendwo, wenn er kommt? Nein. Ah.
Da ist er. Weg muss dann. Also beim Barbar habe ich manchmal recht viel kassiert. Die zufällig irgendwo hinschlagen. Kann halt nicht gut jetzt wirklich angreifen. Lässt sich nicht so in der Maus. Ich tue manchmal defensiv waffen. Ich mache das Fett raus. Sondern sobald ich down. So. Was haben wir bekommen? Also wir haben die Auszeichnung bekommen, Zyklopenbezwinger. Wir haben nichts bekommen. Wir müssen 5-mal den Neumomo besiegen. Das werde ich jetzt über die Nacht mal machen. Weil für euch ist es oft nicht zu langweilig, wenn ich das im Livestream bringen würde. Auch wenn ich mehr Zuschauer habe, mache ich das gerne. So, dann kann ich endlich auch an den Beutel ran. Du hast nicht genug beigetragen. What the fuck? Gut, ich habe doch so viel gemacht. Also scheinbar muss man sehr viel Schaden machen, damit man das bekommt. Direkt mal wieder müssen erzählen, was vorgefallen ist. Ja, es ist wirklich schlecht gemacht. Also, da müssen die Entwickler das mal ein bisschen besser machen. Vor allem, dass der Ritter endlich mal mehr Schaden macht, aber gut. Ich nochmal versuchen. Ja, sind wahrscheinlich zu viele Spieler. Dann kommen natürlich nicht genug. Also 5-mal besiegen. Ich werde einfach die besiegen und bekomme keine Belohnung darüber. Sonst komme ich mit dem Barbar, der ist aber nicht equipped. Oder mit dem Beshi, aber der Beshi kann halt auch nicht so genügend Schaden machen. Also wenn ihr Lust habt, können wir so ein Spiel entwickeln. Also ein paar Leute, die nicht so viel Ahnung haben, aber gerne ein Spiel entwickeln würden, meldet sich einfach bei mir. Wir können über die Unreal Engine 5.1 da ein wunderbares Spiel entwickeln. Aber vom Entwickler von diesem Spiel kommt halt leider nicht genug. Vor allem auch nur Sacke. Schlechte Sachen. Aber gut. Jo. Ich werde jetzt einfach mal noch ein bisschen hier chillen und die 4 weiteren Momos besiegen. Und werde morgen, denke ich mal, ein Video über die Warzone bringen. Und sobald es mir besser geht, tue ich wieder auf Twitch livestreamen. Bis dann. Tschüss.